eigentlich ja momentan eher Ausstiegsstimmung aus dem Bergbau in Deutschland. Und jetzt erzählen Sie mir, dass man im Ausland damit wieder anfängt. Ja, genau. Das erleben wir derzeit in dem internationalen Markt, dass große Rohstoffplayer sich von ihren Assets trennen. Also wenn jemand überlegt, an ganz bestimmten Rohstoffklassen international einzusteigen, ist das genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um dort Assets international zu erwerben. Welche großen Firmen haben Sie denn schon überzeugt? Ach, wir haben im Grunde genommen auf der Chemieseite haben wir verschiedene wie die BASF oder die Lanxess. Lanxess beispielsweise als großer Chromit-Förderer, die betreiben eine eigene Chromit-Grube in Südafrika. Wir haben ThyssenKrupp davon überzeugt, die ja, ich sag mal, auf der Metallerzseite zum einen Rohstoffimporteur sind, zum anderen aber auch inzwischen sehr stark auf die Technologieseite gewechselt sind, also eigene Produkte auch im Bergbau liefern. Und wir haben eine ganze Reihe von Rohstoffhändlern inzwischen, die, weil sie dieses Problem haben, nicht so sehr auf der Verkaufsseite, aber viel stärker auf der Einkaufsseite, sich unabhängig zu machen und mehr Sicherheit im Grunde genommen in ihren Rohstoffeinkauf reinzubekommen, dann auf die Rohstoffgewinnung auf diesen Pfad begeben.